So, hallo, hier ein weiteres Gameplay von mir, League of Legends. Ich spiele Gangplank im Jungle. Wir haben gerade schon den ersten Gegner, den Kassadin, in der Mitte geholt. Und ich steal den jetzt erstmal hier ihr Blue. Scheiße. Jetzt tatsächlich überlebt. Nice. Er hat es doch nicht überlebt. So, also ich stehe hier mal den hier zu schnell. Zwei Creeps lasse ich da, damit es nicht gleich wieder resettet. Und dann nach, keine Ahnung, ich glaube Minute 7 oder so wird es dann wieder erscheinen. Aber ich bin gemein. Mach das nicht. Lass den gegnerischen Jungler da erstmal hinlaufen. Und er darf das dann selbst machen. Also ich bin doch ganz schön gemein. Ach, ich mach gleich weg. Nicht mehr volles Leben. Aber ich hoffe, ich schaffe ihn trotzdem noch. Ja, sieht schlecht aus. Hat auch schon noch gepackt. Jetzt muss ich nur hoffen, dass mich niemand tötet schnell. Okay, mich hat niemand getötet. Durch mein Blue und den W-Spell kann ich mich ein bisschen hochhealen. Und dann gleich mal auf die Toplane gehen, um dort zu ganken. Die ist jetzt ziemlich stark gepusht. Ich warte noch ein bisschen, bis ich den Gegner sehe. Und am Ende ist der irgendwie weggegangen oder so. Okay, da ist er. Ziemlich stark geslowt. Scheiße. Vielleicht mit Passiv, vielleicht stirbt er noch. Nee, leider nicht. Aber der hatte echt nichts mehr. Jetzt hätte ich entzünden. Jetzt hätte es drauf machen können. Das hätte er dann mit Sicherheit nicht überlebt. Schade. Aber ja, er musste auf jeden Fall weggehen. Und dadurch kann Woody Bear konnte ein bisschen pushen, ein bisschen farmen. So, ah shit. Na fuck. Hat nicht mehr gereist. Ich wollte eigentlich noch warten. Dann hole ich mir erstmal die. Das ist das Item, was mir ein bisschen Schaden macht. Ich werde dann hier definitiv später hier das Wiggles holen. Sehr praktisches Item im Jungle. Man hat Lifesteal, man hat Rüstung und macht und hat die Chance, Creeps nochmal ziemlich viel Schaden zuzufügen. Was macht der Gangplank da? Okay, keine Ahnung. So, mein Buff ist schon wieder weg. Ich habe das bei den Meisterschaften nicht gelevelt, dass der irgendwie länger hält oder so. Dazu habe ich momentan einfach zu wenig Meisterschaftspunkte, weil ich erst Level 10 bin. Aber es ist definitiv sinnvoll, das später zu leveln.
Ja, mein Red ist auch schon wieder weg. Fällt leider alles ziemlich kurz, ne? Ich weiß gar nicht genau, wie lange. Ich denke mal so 2 Minuten oder so hält's. Und dann hat man den Buff schon wieder weg. Aber die bringen einem halt im Jungle enorm Stärke. Also ohne Buffs könnte man den Jungle nicht vergessen. Und sie geben einem halt auch am meisten Erfahrung. Die kleinen Viecher hier bringen natürlich nicht so viel Erfahrung. Wie sieht es auf der Top-Lane aus? Ja, der hat ziemlich viel Leben. Deshalb gehe ich mal in die Mitte. Versuche den dann dort vielleicht zu killen. Der hat leider schon seine Ulti, mit der er wegspringen kann. Sehen, da war eben der andere Gangplank. Der wird wahrscheinlich auch gleich in die Mitte kommen. Also ich max erstmal meinen E-Spell. Da der meiner Meinung nach am meisten bringt, weil ich meinen Mates eben Angriffstempo geben kann. Jetzt sollte aber mal weggehen. Ja, komm her, komm her. Ja, der hat seine Ult noch, damit kann er es kurz unverwundbar machen. Aber so bringt es halt nichts, so kann ich da nicht hingehen. Ziemlich für den Arsch, ich stehe hier rum, verschwende meinen Blue Buff, da, obwohl da nicht mal was geht. Deshalb gehe ich jetzt erstmal hier meinen Red Buff holen. Gar keine Tränke mehr. Also ich werde jetzt eh erstmal zurückgehen und mir das vorher besagte Item kaufen. So, na shit. Mir fehlt wieder noch ein bisschen. Könnten wir zwar schon mal das davor holen. Plus Boots, wäre auch ziemlich praktisch. Und ich versuche jetzt erstmal da oben nochmal zu ganken. Ich hoffe, der stirbt jetzt nicht, bis ich da bin. Sterb aber. Nein, ich sterb nicht. Schön. Yes. Noch einen Assist bekommen. Leider habe ich jetzt zwar genug Kohle für das Wiggles, aber immer noch keine Boots. Ziemlich kacke im Jungle ohne Boots, gerade für die Ganks. Allerdings habe ich ja mein Passiv, womit ich ja auch in die Luft schießen kann, also wo ich es auch aktiv benutzen kann, was mir dann doch noch ziemlich viel Lauftempo gibt. Also momentan habe ich hier schon 336, ist doch ganz schön viel. Ich gehe mal da kurz in die Mitte, weil da ziemlich viele Creeps kommen. Schieß ein paar ab. Wo ist denn unsere Mitte? Hm. Ah, da kommt er. Ihr seht, also ich mache den Creeps jetzt schon ab und zu ziemlich viel Schaden wie dem eben. Den habe ich in einem Hit. War der tot. Ist natürlich sehr schön im Jungle.
jetzt wahrscheinlich. Ich geh jetzt gleich wieder zurück, beziehungsweise bin gleich wieder zurück, weil ich eben genug Kohle für Boots hatte. Ihr seht, also der macht mir jetzt nicht mehr so viel Schaden. Und ich kriege ihn doch ziemlich schnell down auch. Ist immer gut, wenn man mit seinem Fuß belastet ist als Gangplank. In der Mitte kann ich jetzt nichts machen, da ist zu gepusht. Ich kann es mal auf der Botlane versuchen. Allerdings pushen die natürlich auch ziemlich. Ich glaube, es ist ein Passiv noch. Schön. Leider ist einer von uns gestorben. In Tower Dimension. Mit Glück ihn sogar platt machen. Ja, sieht gut aus. Zack. So muss es sein. 4 Assists bisher, das ist ziemlich gut eigentlich. Können natürlich besser laufen, aber ja, reicht mir. Was steht denn? Ach, Kacke. Israel hätte ihn fast noch getroffen, glaube ich, mit seiner Ult. Das wäre natürlich cool gewesen. Hätte ich mich aber wahrscheinlich sogar drüber aufgeregt, weil ich eben keinen Assist bekommen habe. Manche machen den Smite am Ende immer. Mache ich eigentlich auch, aber ich will mit Gangplank eben den letzten Hit mit meinem Fußball machen, um eben letztendlich mehr Kohle zu bekommen. Darum verwende ich den. Der Smite oft am Anfang schon. Scheiße. Nein. Natürlich muss dann gerade der scheiß Kasselding kommen. Ich hätte meinen Q auf Ding machen sollen. Auf Gangplank. Allerdings dachte ich, der stirbt so oder so jetzt. Aber
mal den hier weg. Schon fast 2000. Jetzt muss ich mal überlegen, was ich mir für Boots hole. Also, ne, Gangplank, normaler Schaden. Drei Leute machen eigentlich vier Leute. Ne, ja, der macht glaube ich auch mehr magischen. Okay, das bedeutet, ich hole mir diese Boots. Dann werde ich mir das Item holen, um den Gegner zu slowen bei Gangs. Ist auch ziemlich praktisch. Wir sollten jetzt auch demnächst mal den Drachen machen. Immerhin schon 17. Minute, sehe ich gerade. Der hat sein Passiv jetzt gerade nicht, beziehungsweise es wurde gerade benutzt. Ich bin noch nicht versenkt, Landratte. Der ist schon gottgleich. Sehr schön. Der hat schon 7 Kills. Das ist gut, wenn der ordentlich gefeedet ist. Und dabei ist schon 6 Assists. Wow, das sind zu viele. Da konnte ich jetzt nicht mehr großartig was machen. Euer Team, einen Turm. Ja, es würde eigentlich lieber auf Gangplank gehen. Schön gestealt noch. Ja, es ist halt auch ein Held, ne? Da gegen den Bodybär gekämpft, der natürlich ein immenses Life-Rack durch sein Passiv. Also man hat es ja gesehen, man kriegt die fast nicht down. Ich kaufe mir dieses Mal Trinity. Um eben mehr Schaden pro Sekunde zu machen. Also, ja, ich denke mal, mit Trinity macht man doch mehr Schaden als mit dem Frosthammer. Hält natürlich auch nicht so viel aus. Okay, jetzt macht der Red. Schade. Hätte es gern gehabt. Ich hätte fast noch gestealt. Allerdings ist mein Crew zu spät im Gegner eingetroffen. So, jetzt machen wir erstmal einen Drachen.
die haben da gewartet. Wieder 2 Assists bekommen. Hat mittlerweile schon 11 Assists, ey. Ist doch zum Kotzen. Und die Gegner geben auf. Ja, also hier, ihr habt gesehen, wie man Gangplank am besten auf Support spielt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bitte abonniert mich. Auf Wiedersehen.